Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde UFC 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer gewaltigen 21. Titelverteidigung versuchen wir heute uns an der Titelverteidigung 2 gegen eine Gegnerin, die ich nicht kenne. Mal schauen wir mal, wie es uns hier ergehen wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir es schaffen. Ich versuche die gleiche Taktik zu machen wie beim letzten Mal. Boden und dann schauen, dass ich es zur Aufgabe bringe. Ein K.O. suche ich dann wirklich erst zum Schluss. Wir sehen nun einen Titelkampf der UFC Bantam-Gewichtsdamen. Ringerisch gehört sie zu den Stärksten in der MMA-Welt. Richtig, und sie ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie weit man mit herausragenden ringerischen Fähigkeiten kommen kann. Tja, jetzt hat die Championess Kim. Ja Gott, schau mal, es haben sie Ringerin ist. Da ist der Einmarsch der Titelverteidigerin. Ich bin mir sicher, dass sie versuchen wird, den Kampf irgendwie auf den Boden zu verlagern und ihre Passing-Fähigkeiten einzusetzen. Mit ihrer Technik und ihrer Athletik hat sie dann ganz klare Vorteile. Es ist schon beängstigend, wie blitzschnell die auf dem Boden die Position wechseln kann. Sie betritt das Oktagon, um ihren UFC-Titel im Bantamgewicht zu verteidigen. So, offizielle Gegenüberstellung. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahentinnen in diesem Titelkampf im Bantamgewicht an. Beide Kämpferinnen sind fast gleich alt, nur ein Jahr trennt beide. Und blicken wir noch auf die Größe, da liegen beide leicht auseinander. Größer ist der Unterschied aber bei der Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Toyota Center in Houston, Texas. Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This woman is a wrestler holding a professional record of 14 wins, 11 losses. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 134 pounds. Fighting out of New York, New York, presenting the challenger, Mountain. And now, she's the champion, fighting out of the red corner. This woman is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 36 wins, 1 loss. She stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 126 pounds, fighting out of Moscow, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Women's Bantamweight Champion of the World, the Nightmare. So, auf geht's. All right, this is for the championship. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it a fight. Tja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles, die wollen endlich loslegen. Die können es kaum erwarten. Ready. Ready to fight. Zuletzt musste sie ihren Titel verteidigen und das hat sie auch in voller Manier geschafft.
Am Ende gab es einen K.O. Sie richtet sich auf. Ja, sie sucht ihre Chance zur Arm-Triangle. Ja, wir sitzen im Ring. Aus dem Choke befreit sie sich nicht mehr. Das kann sie unmöglich schaffen. Sie zieht die Submission jetzt knallhart durch. Bewegt sich hier gut auf dem Boden. Und sie steht wieder. Da holt sie sich den Takedown. Ja, keine große Überraschung hier, so kennen wir sie. Sie richtet sich auf. Da ist die Half-Guard. Ja, eine Arm-Triangle könnte klappen. So, Kimbo, wie aus Kimbo, dem Schock befreit Kimbo. Sie sich nicht mehr. Das kann sie unmöglich schaffen. Oh, sie bekommt kaum noch Luft. Jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Und mein 15. Submission-Sieg. Das wollte die Home. Das wollte die Home. Angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen aus dieser Runde an. Schöner Takedown. Ich habe mir nämlich gedacht, dass Wrestlerin weiß jetzt nicht so dominieren auf dem Boden unten. Da freut sie sich über diesen Sieg und ich finde völlig zu Recht. Mit einer Submission kann sie hier triumphieren. Tolle Aktion. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean is going to stop for this contest at 2 minutes, 53 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out. And still the undisputed UFC Bantamweight Champion. Sie ist hier als amtierender Bantamgewichtschampion angetreten und sie verlässt das Oktagon auch wieder als solcher. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Jetzt ist die nächsten 2-3 Runden aus, sie zu zogen, das K.O. Kampf des Abends, Bonis, da kann ich nicht viel machen, Performance kann ich auch nicht viel machen. Ich kann ja gerade hoffen, dass ich eine zweite Gürtelschutz kriege für die untere. Oh, die Wels möchte es auch nochmal wissen. Schauen wir uns mal die Hutu
würde ich sagen. Also das ist etwas, was sie wiederholt. WVA-Gürtel. Ah, die habe ich schon, den habe ich schon. So, ihr habt auch schon 15. Ist ja wurscht. Ob Legende erreicht. Ob Mittel, okay. Also auf dem Spiel Schwierigkeitsgrad her. Hype nach oben. Siegler. Ordentlich Druck heute, okay? Es kommt vor allem aufs Timing an. Mit gutem Timing gewinnt man Kämpfe. So, komm schon. In 30 Sekunden war's das. Gute Kombo, Mädel. Weiter so. Gute Arbeit. Bei solchen Treffern... Hervorragend, hervorragend. Nicht K.O. geschlagen, das ist schon mal hervorragend. Mach mal Bodenkampf, nützt eh nichts.
heute mal an deinem Jiu-Jitsu arbeiten, okay? Klasse, Mädel! Jetzt hol dir den Tap-Out! Nicht nachlassen jetzt, Mädel! Gleich gibt sie auf! Du hast gleich den Tap-Out! Jetzt nicht nachlassen! Komm schon, Mädel, du musst mehr tun. Dreißig. Klasse gemacht. Geh auf den Tap-Out jetzt. Ich weiß, dass du das besser kannst. Los! Es war nix, aber macht nix. Ich probiere nichts, ne? So, ich mir nicht, ich hab's gerade übersehen. So. Timing, Timing. Timing, Timing, Timing. Jawohl. So muss das. Hoppala. Heute geht's ums Timen. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst. Gute Kombo, Mädel. Weiter so. So viel. Nein, Schitte. Also gut. Heute geht's ums Timen. Wann du am besten richtig drauf gehst. Dann gewinnst du auch. Starke Kombo. Weiter so. Na los. Wieder. Das gibt's ja nicht. Ich will, dass du heute Druck machst, okay? Ja, es geht ums richtige Timing heute. Das üben wir jetzt. Los. Sauber. Genau so. Der scheiß drei Fehlversuche. Wir arbeiten heute an deinem Timing, okay? Mit gutem Timing kannst du jeden Kampf gewinnen. Schöne Treffer. Gut so. Nicht aufgeben. Bei 7 bleibe ich stehen. Das gibt's ja nicht. Ich will, dass du heute mal an deinem Timing arbeitest. Warte auf den richtigen Augenblick und dann BAM! Folter! Deine Treffer sind genial! Super! Klasse geblockt! So habe ich mir das vorgestellt! Klasse! So.
Super. Jetzt lasst mir's ausgenuckt. Nur mal probiere jetzt das nicht. Jetzt um dein Jiu-Jitsu, okay? Dann werden auch deine Submissions besser. Position geändert. Ja, dann haben wir schon wenigstens einmal mehr Punkte, als wir mal mit der Übung kriegen. Nicht nachlassen jetzt, Mädel. Gleich gibt sie auf. Noch 30. Klasse, Mädel! In dir steckt so viel Potenzial. Lasse... Lass es raus! Lass es raus, dein Potenzial! Lass es raus! Ja, wir sind jetzt eine wahre 20-fache... wir sind eine einfache... Championess mit 22 Wochen Titelverteidigung, Davis. Na gut, dass wieder da ist. Ich hätte gemeint, die jetzt ausgenommen gehabt zuerst, aber der Werk hat die. Weiter. 30 noch. Weiter. So. Gute Arbeit. Bei solchen Treffern im Kampf wird niemand lange stehen bleiben. Haben wir da die 10 Punkte. Wir sind in der Top-Verfassung. Haben wir noch 40 Punkte. Boxed
Training. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Ja, schön. Ich bin beeindruckt. So will ich das immer sehen von dir, okay? Ja, Mädel, das war ein schöner Treffer. Jawohl. Bewegen. Jawohl, klasse. So will ich das sehen. Super leicht. Passt, dann sind wir in der Grenze drinnen zum Übertrainierten. Dann haben wir für den nächsten Kampf hervorragende Konditionen, glaube ich. So, weiter. Dann schauen wir uns so die Hutu. So, dann haben wir die Kampfwoche. Technik dazu kriegt. Da eins dazu. Passt. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese Folge. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit der Vera aus der UFC weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.